Ein episches Hallöchen, meine lieben Gaming-Freunde und Lego-Star-Wars-Fans. Möge die Macht mit euch sein und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars, die Skywalker-Saga. Ja, Lego natürlich, was denn sonst? Und jetzt machen wir die Hauptmission weiter. Fehlende Teile. Ja, aber jetzt wirklich. Nicht ablenken lassen, bloß nicht. Denn das schaffe ich sehr gut. Mich ablenken lassen. Hier nach oben. Augen zu und durch. Nichts interessiert mich. Nur die Macht interessiert mich. Wo führt sie uns hin? Da, wo wir hin sollen. Zur Mission. Zu Dex. Hier ist sein Laden. Okay, okay. Da sind wir. Fehlende Teile. Geschichte fortsetzen. Ja, bitte. Okay, reg dich nicht so auf. Ich mach ja so schnell ich kann. Das ist Dex. Mal sehen, wo das Problem liegt. Ja, das schauen wir mal. Du, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu bedienen. Ach, wir sollen jetzt kellnern, oder wie? Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz dir. Okay. Oh, okay. Okay, machen wir. Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Wenn ein Druide das schafft, dann sicher auch ein Jedi. Na klar. Sicher doch. Aber was wollen die Kunden? Fragen wir mal. Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und mir dort selbst ein paar Nunaschenkel zuzubereiten. Ah, Nunaschenkel. Okay, kommt sofort. Nunaschenkel. Nunaschenkel. Ah, das finde ich voll cool. Bitte schön. Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und mir dort selbst ein paar Nunaschenkel zuzubereiten. Ja, ach so. Ah, okay. Wow, lass mal probieren. Oh, koste mal. Schmeckt gut. Oh, wie das riecht. Bist du hässlich. Rot, au. Okay. Was wollt ihr? Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schicht-Torte? Dauert es etwa eine ganze Schicht lang, die zu backen? Ja, deswegen heiße ich sie auch Schicht-Torte. So sieht's aus. Und 6-6. Also quasi 6-6. Oh, ja. 6 mal die 6. 36 Schichten brauchen wir, um eine Torte zu machen. Okay, da ist sie. Aber kein Wunder, schaut euch das Prachtstück an. Oh ja, köstlich. Bitteschön. Perfekt, vielen Dank. Bitteschön, bitteschön. So, der Herr... Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Wohin ist diese Kellnerin verschwunden? Oh, ein Tässchen Ardis, oh, kann ich verstehen. Oh, das mag ich auch gern. Hier. Oh, schön prall vollgefüllt. Ihr Tässchen Ardis. Bitte sehr, Herr. Mein Ardis, danke. Ja, der nächste. Was wünscht der Herr? Gar nichts? Nee. Ich glaube, wir sind fertig. Ja. Oh, hallo. Ja, wir sind fertig. Ach nee. Ach, auch verzeiht, ich habe euch übersehen. Könnt ihr mir meine Photonenbrause bringen? Sie ist hellgrün. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Photonenbrause kommt sofort. Schubst. Oh, bitteschön, die Dame. Gönn dir. Besser spät als nie. Ja, man tut, was man tun kann. Jetzt. Okay. Jetzt der Herr. Entschieden. Meine Parkour läuft in 5 Minuten ab. Oh, okay, da beeile ich mich. 5 Minuten. Komm, das Sandwich schaffst du in einer Minute. Bitte, der Herr. Sieht lecker aus.
Ja, in der Tat. Juhui. Ja, bitteschön. Erledigt, Kumpel. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tisch haben. Ja, alles gut, alles gut. Seid Freunde, da helfe ich gern. Worüber wollt ihr reden? Setzt euch. Bin gleich für euch da. Jo. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Camino Saber Dart. Camino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Caminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Camino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Verschwörung, es wurde aus dem Archiv genommen. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Also aus den Archiven gelöscht. Aha. Ja. So, los geht's. Direkt weiter. Forsche in den Jedi-Archiven nach dem Planeten Camino. Ja, das machen wir. Folgen wir der Macht. Frischer Wampo! Verzeihung! Einmal durch, bitte. Ich will unbedingt einen frischen Wampo. Oder später? Später, ne? Ja, ja. Hey, müsst ihr irgendwo hin auf den Planeten fliegen? Ja, ja, klar, klar. Na. Hier. Wohin soll's gehen? Zum Senatsbezirk, bitte. Und wenn du schnell bist, gibt's sogar Trinkgeld. Ihr werdet in Nu da sein. Oh ja, da gibt's auch genug Trinkgeld. So schaut's aus. Ja. Guter Service muss belohnt werden. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Viel Spaß im Senatsbezirk. Oh, wie ich gerade merke, ich habe mein Portemonnaie im Hotel liegen lassen. Tja, es tut mir leid. Kein Trinkgeld. Ja, wir müssen schnell weg hier. Was? Fehlende Teile, wir sind doch richtig hier. Hallo? Hallo? What? Wie bitte? Forsche in den Jedi-Archiv nach Planeten. Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein. Warte mal. Ich hab doch richtig gedrückt. Wohin Jedi-Tempel? Nein, hab ich nicht. Oh, okay. Oder es geht nicht anders. Das kann auch sein. Wir mussten von dort nach hier und von hier nach dort. Ja, das kann sein. Ja. Ja, jetzt haben wir es doch. Auf zum Jedi-Tempel. Zu den Archiven. Komm, R4. Beeil dich, du alte Blechbüchse. Gib Gas. Ich hab doch die Ewigkeit. Oh, lass es dir schmecken. Oh, lecker. Gut, dass sie es vor uns versteckt hat. Ich habe einen riesen Kohldampf. Ich habe noch nichts gegessen. Und nach dem Servieren, oh, das hat so gut gerochen alles, ne? Ja, da habe ich jetzt riesen Hunger. Aber erstmal zu den Archiven. Wir müssen herausfinden, wo der Planet ist. Aber ich, Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal hoch. Ja. Yeah. Aber ich spüre es schon, die böse... Die Macht verrät es mir. Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, es wurde entfernt. Vertuscht. So, piep. Ich hab sie, Maureen. So. Schwupp.
Aha. Fehlende Teile. Geschichte fortsetzen? Ja. Laut Dex sollte Camino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Alles klar. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber, ich werde. Tu das. Meditiere darüber und über alles andere. Sinniere. Die Büsten müssen der Geschichte entsprechend richtig angeordnet sein. Aber ich gleiche sie gern mit den Bildern ab. Was? Okay. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Die Jagd auf die Sumpfschwänge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Du sprichst gerade mit Obi-Wan. Count Dooku? Ja. Okay. Samuel L. Jackson, ja? Also als Schauspieler. Ja. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hat. Oh, ärgerlich. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Hier weiß der Junge, da so eine hohle Nuss. Gerade habt ihr das gehört? Wie holen die mir den Buck? cool. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. Mace Windu. Natürlich. Samuel L. Jackson, ne? Nicht Count Dooku. Verzeiht, das war ein Fehler natürlich. Mace Windu. Hui. Ah, gut, dass ich es auch korrigiert habe. Ui, schon wieder die hohle Nuss. Ja, ich muss auch einmal so auf den Deckel, ne, damit ich wieder funktioniere. So Quatsch erzähle ich hier. Mace Windu, eindeutig. So lautet die Geschichte. Ja. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut hören möchtet. Was hat sie gerade gesagt? Ihr habt nicht zugehört. Scheint ja sehr spannend zu sein. Verzeihung. Ich hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten in einer bestimmten Reihenfolge anordnet, würde etwas in diesem Raum entsperrt. Anscheinend ist die Reihenfolge mit einer alten Prüfung verbunden, an der die Meister teilgenommen haben. Vielleicht erinnert sich die Archivarin. Ja, hätte ich ihr bloß zugehört. Augenblick. Meister Yoda wurde als letzter genannt. Ja, aber weiß nicht wissen, wer war das denn? Ach so, hier. Ach so, okay. Auf der Seite auch, ja. Meister Yoda. Also wenn die Reihenfolge stimmen muss, dann müsste Meister Yoda auf dem letzten Platz. Also hier. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Ruhe! Lass mich denken. Hui! So,
Dann Mace Windu hat sie genannt, ne? Augenblick. Wo ist der gute alte Mace? Nein? Das ist der Mace. Sicher. Seid damit vorsichtig. Ja. Vor Yoda. Oh, Augenblick. Ups. Dann Qui-Gon wurde genannt. Ist richtig. Keine Ahnung. Und ja. Augenblick, ich habe das noch mal an. Ach du liebe Zeit. Schade. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Ja, jetzt lausche ich hier wirklich mal. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte eines. Ja, erzähl mal. Belegte den ersten Platz. Ach so. Obwohl er geschummelt hat. Doku. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Also dann, zweiter Platz, dann kommt Qui-Gon Jinn. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine So lautet die Geschichte. Ja. Lass mich mal überlegen hier. Also erster Platz. Count Dooku, weil er betrogen hat. Wo ist er denn? Wer von denen ist Count Dooku? Wo ist die Figur? Hier sehe ich es nicht. Das ist Dooku. Aha. Nur weil er der beste Sumpfschwingenfänger war, heißt das nicht, dass er sehr beliebt war. Okay. Wir sollten das jetzt wirklich. Platz 1. Platz 1. Der gehört auf die 1. Hier. Seid damit vorsichtig. So, auf die 1. Vielleicht mit Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Also, Obi-Wan ja, war der zweite, dann Qui-Gon. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen. Ki-Adi-Mundi. Den ersten Platz. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln. Das war eine Erleichterung für Mace. So laut. Ki-Adi-Mundi ist dieser komische Vogel wahrscheinlich hier. Dieser. Der war der zweite. Das ist natürlich Ki-Adi-Mundi. Ja, der hat den zweiten Platz geschafft. Ja. Psst. Ruhe. Das ist der zweite Platz hier. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Denken, so gut es geht. Ich versuche jedenfalls zu denken. So, okay. Zweiter. Dann. Qui-Gon war dann die Nummer 4. Das ist richtig. Obi-Wan war sogar besser als er. Also Nummer 3. Jetzt suchen wir. Das ist er doch. Ja, klar. Obi-Wan. Platz 3. Ja, das war's. Fertig.
Wo ist es nochmal rausgeplutscht? Ah, hier. Das Geheimnis in den Archiven. Jo, wir haben es gelöst. War jetzt nicht so schwer, aber klar. Ne? Ich musste erst mal gucken. So, hey, wer war das nochmal? Ah, okay. Ja. Musst du ein bisschen zuhören. Aber gut. Das hätten wir, meine lieben Gaming-Freunde. Hier machen wir ein Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein.